Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Zu Hause am Flingerbräuch ist Fortuna Düsseldorf 2 eine absolute Macht in dieser Saison. 7 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden. Noch kein Team hat hier gewonnen. Alemannia Aachen wagte den nächsten Versuch. Die Gäste zuletzt mit einem Achtungserfolg 1:1 bei Tabellenführer Essen. Nach 3 torlosen Spielen hat die Alemannia endlich mal wieder getroffen und er hier hat es gemacht. Top-Torschütze haben die Damani gegen Düsseldorf überraschend nur auf der Bank. Aachen in Gelb, arg gebeutelt, fast eine komplette Elf fehlte wegen Verletzungen, Sperren und Corona und trotzdem ein ordentlicher Beginn von seinem Team. Stefan Vollmausen sprach von einer Maximalbelastung. 5 Spiele binnen 15 Tagen sind hart, aber auch für die Fortuna ist es die zweite englische Woche. Lovren testete Mross im Aachener Kasten. Runter von der Tribüne, ab zum Wahrmachen. Von dort sahen Damani und Co. die nächste Chance der Fortuna. 37. Minute. Es ging schnell über Lovren, über Meuer. Zu schnell für die Alemannia 1:0 Düsseldorf. Oliver Fink hat's gemacht, das Fortuna-Urgestein 2009. Kam er von Unterhaching, lief 273 Mal für Düsseldorf auf, 58 Mal davon in der Bundesliga. Auch mit 38 Jahren ist er immer noch dabei in dieser Saison, vornehmlich im Regionalligateam, aber schon sein 3. Tor im 13. Spiel. Für Aachen wog nicht nur der Rückstand schwer, nächster Nackenschlag. Kapitän André Wallenborn musste verletzt raus, der nächste im Aachener Lazarett. Und auf dem Rasen weiter die Fortuna offensiv am Drücker. Eine Minute vor der Pause. Düsseldorf spielte schnell vertikal und dann Lovren, Pfosten, aber Meuer mit dem Abstauber 2:0. Steffen Meuer, die offensive Lebensversicherung in dieser Saison. 10. Treffer schon in seiner ersten Regionalligaspielzeit. Der ist ja gerade mal 20 Jahre alt, kam im Sommer aus Eisbachtal und nicht nur als Scout sollte man sich diesen Namen schon mal dick unterstreichen. Komfortable Führung für die Fortuna zur Pause. 22 Treffer jetzt schon in 7 Heimspielen. Aachen keineswegs chancenlos, doch die große Gefahr hatten sich die Gäste für den 2. Durchgang aufgehoben. Die Tivoli-Kicker seit 4 Spielen ohne Sieg. Das ist Neuzugang Nils Blumberg nach Verletzungspause zurück. Blumberg! Was für ein Geschoss, klasse Schusstechnik, doch das Erfolgserlebnis für sein Team blieb vorerst aus. Vollmerhausen brachte dann Damani, 6 Tore schon in dieser Saison für den erfahrenen Drittligakicker und er wurde ein Faktor in dieser Partie. 72. Minute, Einwurf Garnier, ragt mit der Verlängerung auf Bösen und der ging zu Boden. Schiedsrichter Marcel Benkow entschied auf 11 Meter. Das sahen die Fortunen naturgemäß anders, aber der Unparteiische hat gut hingesehen. Stöcker macht den Trikot-Qualitätstest. Klares Ziehen gegen Bösen. Und wer trat an? Hamdi Damani gegen Wiesner. Der Nachschuss in den Düsseldorfer Nachthimmel. Hamdi Damani, wenn er traf, hat Aachen nie verloren in dieser Saison. Jetzt ja schon fast. Tragischer Held. Düsseldorf wollte den Deckel drauf machen. Könighaus mit viel Platz und dem Auge für Meuer. Er traf die Kugel letztlich nicht voll genug. Aachen stemmte sich gegen die 3. Saisonniederlage. Rack und Garnier wieder im Zusammenspiel. Und Damani aus kürzester Distanz. Solche Chancen müssen rein. Es war nicht sein Abend. Einen hatte die Alemannia noch. Der Freistoß von Galle segelte ins Aus und damit war er amtlich der 6. Heimsieg der Düsseldorfer, der 9. insgesamt dank der Kaltschnäuzigkeit in Hälfte 1 und einer Alemannia, die trotz guter Leistung vergessen hat, die Kugel vorn zu versenken. Das muss man sagen, dass die Belastung natürlich für die Jungs extrem hoch war. Ich glaube, dass wir über weite Strecken ein ordentliches Spiel gemacht haben. Chancenverwertung ist natürlich eine Sache, da müssen wir dringend dran arbeiten, das müssen wir optimieren. Das geht in der Form nicht. Wir können hier nicht so viel liegen lassen, wie wir das haben. Und dann wird es halt auch schwierig, in der Regionalliga gegen solche starken Mannschaften wie Fortuna 2 zu punkten.
Stefan Vollmerhausen ging direkt nach Abpfiff in die Analyse. Für Aachen zeigt die Formkurve nach gutem Saisonstart mehr und mehr nach unten. Es braucht ein Erfolgserlebnis, um nicht im Niemandsland der Regionalliga zu verschwinden. Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei, dein Mietwagen zum Discounterpreis.